Nun guckt sich einer das Gewusel an da unten. Ein Hetzen und ein Drängeln, ja. Die Radfahrer, die Fußgänger und das, ja, die Autos natürlich. Da, ja, ich kann da gar nicht hingucken. Da jetzt, ja, Blinker raus und dann nach drüben in die andere Spur. Du liebster Gott, wie kann man denn so? Ja, guck mal ein bisschen mehr, nicht? Nee, was für ein Gewühle. Ist doch immer wieder erstaunlich, wie viele dusselige Autofahrer es gibt. Nicht? Aber Gott sei Dank, heute bin ich ja nicht mittendrin in dem Gewusel. Ah, apropos. Willkommen bei mittendrin. Ja, also ich bin nicht mittendrin, sondern eher oben drüber. Nicht? Ich schwebe sozusagen über dem Ganzen. Ich bin in die Luft gegangen. Und das ist ja heute auch unser Thema. Ja, nun werdet ihr sagen, was hat denn Luft mit Autos zu tun? Nicht mal abgesehen davon, dass die Motoren Luft brauchen. Oh, sie haben damit zu tun. Ich fürchte, wir werden noch früh genug darauf zu sprechen kommen. Nicht? Aber im Augenblick genieße ich das einfach, hier oben zu stehen, um mir das anzusehen mit einem gewissen Überblick. Nicht? Tja, immer beim Grünen, nicht? Alle geben sie gleichzeitig Gas und es gibt einen Heidenlärm, vom Gestank mal ganz zu schweigen. Ja, ich kenne die Kreuzung noch von früher, als es noch gar keine Ampeln gab. Da gab es natürlich auch weniger Autos. Und der Verkehr war irgendwie ruhiger, einer achtete mehr auf den anderen, aber ja, das ist wohl heutzutage nicht mehr so recht möglich. Ja, ist doch eigentlich verrückt, nicht? Dieser ganze Aufwand, der Gestank, der Lärm, die Zebrastreifen, die Ampeln für Autos und Fußgänger und Radfahrer, das alles ist nur da, weil ein paar Leute von einem Ort zum anderen kommen wollen. Natürlich, so geht's auch. So haben wir ja alle mal angefangen. Und so ging's dann weiter. Ja, keine Frage, es funktioniert. Man kann auch zu Fuß von einem Ort zum anderen. Und man kann sogar Dinge dabei transportieren. Man kann sehr elegant Treppen steigen. Das soll mal ein Auto nachmachen. Und man kann sogar wandern. Irgendwann hat das den Menschen aber nicht genügt. Sie setzten sich auf Tiere. Und waren damit schon sehr viel schneller. Ein PS, na, das war noch was. Aber es war nicht genug. Heute sind 100 PS angesagt. Und so mit 100 durch die Landschaft kacheln, das hat doch was. Das ist die totale Freiheit. Wenn nicht, naja, also die Sache hat auch ihre Kehrseiten. Schnelle Autos brauchen schnelle Straßen, breite Straßen. Die müssen ja irgendwo hin, also muss die Landschaft ein bisschen weg. Und die Hügel und die Bäume und die Maulwürfe. Wir brauchen immer mehr Straßen, immer breitere Straßen, mehr Brücken und mehr Tunnels. Denn es werden immer mehr Autos. Der Haken ist nur, die Autos vermehren sich schneller, als man Straßen bauen kann. Wir haben ja gar nicht genug Landschaft für so viel Blech. Und dann ist es irgendwann mal aus. Mit der totalen Freiheit. In der Stadt war früher der Fußgänger König. Es gab höchstens mal ein Pferd. Aber heute? Heute muss sich der Mensch um Blechkästen rumquetschen. Muss aufpassen und beiseite springen und muss warten. 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 Darf dann endlich, aber wenn er nicht schnell genug ist, muss er wieder warten. Und warten. Und die Kleinen, die müssen auch noch den dicksten Gestank einatmen.
Eigentlich schöner als Fernsehen. Immer was Neues. Ich könnte den ganzen Tag zugucken. Und außerdem bin ich hier oben viel besser aufgehoben als da unten auf der Kreuzung, nicht? Wegen der Abgase. Ja, bis die hier oben raufgekommen sind, haben sie sich schön verdünnt und verteilt in der Luft. Ne? Moment, jetzt stinkt das hier auch. Hier gibt es doch keine Autos. Ah, der Schornstein. Kein Problem. Anscheinend heizt da jemand. Jetzt ist doch noch so warm. Nichts mehr. Ja, heizt er nun noch oder heizt er nicht mehr oder was? Wenn ich das nur wüsste, nicht? Muss ich jetzt umziehen mit dem Schreibtisch auf ein anderes Dach oder nicht? Oh. Hey, Sie, Männelchen. Dann soll ich machen, die Bücher da oben drauf legen. Kann doch den Schornstein nicht zumachen. Der Rauch muss irgendwie abziehen unten, damit ich meine Messung machen kann unten im Keller. Ach so. Nehmen Sie die und packen die nicht wieder drauf, ja? Nee, ja, danke. Kann ich doch nicht ahnen, nicht? Dass da unten einer Messung macht. Aber wenn das so ist, dann muss ja wohl der Schornstein frei bleiben, nicht? Naja, und ich muss umziehen mit meinem Schreibtisch. Ja. Schön wäre es, wenn ich da ein bisschen höher raus könnte, ne? Da oben ist ja alles offen und frei. Ja, da muss die Luft gut sein. Hm. Nun, darauf kann man sich auch nicht verlassen. Das hier ist London, Dezember 1952. Nebel, dachte man zuerst. Aber dieser seltsame Nebelqualm hob sich nicht. Der zweite Tag. Die Luft wird immer dicker. Der Qualm aus den Heizkesseln. Aus den Fabrikschornsteinen und aus den vielen englischen Kaminen legt sich wie eine Glocke über die Stadt. Der dritte Tag. Die Luft wird beißend. Das Atmen fällt immer schwerer. Am vierten Tag sind schon 4000 Menschen am Smog gestorben. Smog, was ist das eigentlich? Nun, normalerweise steigt die leichte, warme Luft über der Stadt nach oben. Oben ist es ja kälter. Manchmal aber schiebt sich eine warme Luftschicht über das Ganze, dann ist es oben warm und unten kühl. Das ist genau umgekehrt wie bei normalem Wetter und deshalb nennt man sowas Umkehrwetterlage oder auch Inversionswetterlage. Tja, und was passiert nun? Der Qualm kann nicht mehr abziehen. Die warme Luftschicht liegt wie ein Deckel über der Stadt, genau wie vorhin meine Bücher auf dem Schornstein. Die Luft wird immer dicker. Und am feuchten, kühlen Boden bildet sich auch noch Nebel. Tja, und jetzt haben wir diese gefährliche Mischung. Giftiger Rauchnebel liegt wie eine Käseglocke über der Stadt. Smog. Das ist ein künstliches Wort, gebildet als Smoke, das heißt Rauch, und Fog für Nebel. Smog. Und den gibt's nicht nur in London. Der kann überall da auftreten, wo die Wetterlage danach ist und wo viel gequalmt wird. Eine Smogglocke kann man sich ganz leicht selber basteln übrigens. Eine kleine natürlich nur. Und alles, was man dazu braucht, sind zwei hohe Glasbehälter. Ja, und nun stellt euch doch mal vor, ihr wärt Ameisen, die ja unten auf dem Glasboden leben. Nicht? Und darüber, ne, das ist eben unsere Lufthülle. So, und jetzt werde ich mal das eine Glas erwärmen. So. Ganz gleichmäßig. Ja. Warme Luft. Ein schöner Sommertag sozusagen. Ja. Und jetzt machen wir Qualm. Den Qualm mache ich mal mit Räucherstäbchen. Ja. Halte mal kurz rein. Das ist halt irgendwie ein Luftverpester. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Ja, der Qualm verdünnt sich
zieht langsam nach oben weg. Ganz gleichmäßig, ne? Ja. Irgendwann mal wird die Luft wieder rein sein. Ja. Sehr schön. Aber jetzt kommt der Smog. Dieses Glas hier werde ich auch anwärmen, aber nur oben. Nur hier oben entsteht jetzt eine warme Luftschicht. Darunter bleibt es kalt. Das wäre also so eine Inversionswetterlage, nicht? Oben warm, unten kalt. Schön gleichmäßig erwärmen die Luft. Da oben. Die oberste Luftschicht. Ja. Und jetzt kommt wieder mein Qualm. Mal sehen, was jetzt passiert. Also Qualm machen. Da. Jetzt könnt ihr genau sehen, der Qualm bleibt stehen. Der geht nicht mehr nach oben weg, der verdünnt sich nicht, der bleibt schön unten. Und oben die heiße Luftschicht wirkt wie ein Deckel. Smog. Und wie gesagt, den gibt's nicht nur in London. Das hier sind Bilder aus Berlin, Januar 1987. Das Radio meldete an diesem Morgen: Soweit die Meldung und hier noch ein Hinweis. Für das Berliner Stadtgebiet hat der Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz Smogalarm der Stufe 2 ausgelöst. Danach ist der Verkehr mit Kraftfahrzeugen von 6 Uhr bis 10 Uhr und von 15 Uhr bis 20 Uhr verboten. Trotzdem qualmt die Stadt noch immer vor sich hin, wenn auch weniger. Aber es kratzt schon im Hals und viele kriegen nicht mehr genug Luft. Kinder und alte Leute leiden am meisten. Man sollte also schon vorher lieber die U-Bahn nehmen und das Auto stehen lassen, denn sonst wird dieses Schild aufgeklappt. Na bitte, ein befreiendes Lüftchen. Die Lage hat sich entspannt. Naja, nicht, dass es hier inzwischen Smog gegeben hätte, obwohl da fahren genug Autos da unten, nicht? Nee, der Schornstein hat aufgehört zu rauchen, also kann ich mit meinem Schreibtisch hier oben bleiben. Ja. Naja, wenn es hier tatsächlich mal Smog geben sollte, da kann ich sowieso nicht entrennen. Ne? Die Smogglocke, die stülpt sich ja über die ganze Stadt. Und dann nutzt es mir das überhaupt nicht, dass ich hier oben auf dem Dach sitze. Ne? Ich bin mal wieder mittendrin. Ja. Genau wie die Leute da unten am Zebrastreifen. Die sind auch mittendrin. Mittendrin geht es überhaupt nicht mehr. Nur die merken das gar nicht mehr. Die Nase hat abgeschaltet. Und die spürt überhaupt nicht mehr die vielen Dinge, die da in der Luft rumfliegen. Nein, nicht die Düsenjäger selber, obwohl die sind schlimm genug. Ich meine das, was hinten rauskommt. Das ist ja nicht nur warme Luft, sondern Kohlendioxid, Stickoxide, Kohlenmonoxid. Ja, auch hier kommt das Zeug raus. Schwefeldioxid, Kohlenwasserstoffe, Ruß. Und alles geht in die Luft. Auch das, was hier rauskommt. Autos gibt es ja nicht wenig. Und gerade an Kreuzungen, beim Anfahren, der kommt ja nicht so richtig vom Fleck. Kriegt er womöglich auch keine Luft mehr? Hm. Sieht so aus. Ein Motor, der braucht ja Luft, um das Benzin zu verbrennen. Er muss atmen, wie wir. Und wenn er da nun irgendeine Halskrankheit hat, wir werden ja sehen. Das hier ist der Luftfilter. Der soll die Luft reinigen, bevor sie in den Motor kommt. Und weil diese Luft heutzutage ziemlich dreckig ist, könnte es doch sein, dass der Filter, ja, er ist zu. Das Auto kriegt einen neuen und kann dann wieder durchatmen. Ja, sehr praktisch, so ein Filter. Sowas müssten wir Menschen auch.